Ja! Okay, Palegena, heil dich selber. It's no use. Okay, sie heilt sich selber, dann, achso, du kannst dich selber gar nicht buffen, gut. Dann. So, hau die mal um, Adair. Gut. Eigentlich ist es immer besser, wenn sie sich erst um mit der kümmern. So, der letzte ist weg. Also ja, war machbar. Auch wenn Palegina ein bisschen was drauf gekriegt hat. Silber. Utoki, die hatte ich nur, habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Was ist denn das? Als größte rautanische Münze im Umlauf wird der Silber-Utoki nur für große Handelsaktionen verwendet. Mehrere Generationen des Utoki-Krone wurden gemünzt. Das Bild auf der Vorderseite erinnert sich mit jedem Ranganui. Die Rückseite wird stets von einer Krone geziert. Okay. Und das andere ist alter Bronzeohr. Obwohl heutzutage recht selten sind alte Bronzeohrs weiterhin in Rautai und bei den Handelspartnern im Umlauf. Der einzige Unterschied zwischen alten und neuen Ohr ist das Fehlen der Vertiefung bei den alten Münzen, die daher nicht in zwei Bronzehorns jeweils gleichen Wertes gebrochen werden können. Wegen ihrer Seltenheit und des leicht höheren Bronzeanteils sind die alten Ohrs ein wenig wertvoller. Jüngere Rautaner bezeichnen diese Opa-Ohrs manchmal scherzhaft als ein Symbol einer früheren Zeit vor der raschen Expansion und Militarisierung des Königreichs. Mhm. Also ja, allein die hier schon sind 80 Kupferpanz. Und die da sind auch nochmal... wie viel sind denn die? 90? Oh. Über 150 Kupferpanz. Oh, also gute Einnahme. Und hier sind ja nochmal Silber... Utokis. Ja, das sind 200 Kupferpanz, die wir da durch die Utokis allein eingenommen haben. Das freut doch den Geldbeutel. Und wir sind noch nicht mal fertig mit Plündern. Hey, cool. Fleischheiler. Diese Rüstung besteht aus teurem gegerbten Leder und Leder einer ganz merkwürdigen Art. Eine Waldläuferin zog dem Kadaver eines Bocks die Haut ab. Sie hatte den Kadaver entdeckt, als sie in den Wäldern des Anwesens des Fürsten wilderte. Das Tier war zwar eindeutig tot, zeigte jedoch keinerlei Anzeichen einer Verletzung oder Krankheit. Die Waldläuferin war dankbar für die gute Gelegenheit, die sich hier bot. Sie machte sich daran, den Bock zu häuten und wollte anschließend die abgezogene Haut gerben und behandeln. Doch dies erwies sich als unmöglich. Noch während die Waldläuferin die Haut von den Seen trennte, bemerkte sie, dass die Haut des Hirsches vor ihren Augen wieder nachwuchs. Die Waldläuferin schnitt und schnitt, bis sie genügend Material beisammen hatte, um ein halbes Dutzend Tiere damit zu bedecken, aber noch immer wies der Kadaver eine völlig unversehrte Haut. Doch bevor sie diese scheinbar endlose Quelle vom Fleisch näher untersuchen konnte, vertrieben die Wächter des Fürsten die Waldläuferin. Sie konnte nur einen geringen Bruchteil der Haut mitnehmen, als sie abgezogen hatte. Später zurück in ihrer Hütte bearbeitete sie das Leder, das sie retten konnte, mit ihren Werkzeugen und gerbte es. Das war wahrlich keine leichte Aufgabe, denn alle Löcher, die sie in das Leder stieß, schlossen sich binnen Minuten wieder von selbst. Ebenso anstrengend war es, etwas aus diesem Leder zu nähen, doch am Ende gelang es der Waldläuferin, diese merkwürdige Rüstung zu schaffen, die sich immer wieder selbst erneuert. Die Rüstung ist perfekt für Hagrim. Größere Gesundheit, Maximalgesundheit. Trank der Heilung, Trank der Reinigung.
Bronzehorn, also das ist die geteilte Münze. Ja, er wird aus einem Bronzeohr hergestellt, indem man ihn einfach an der Sollbruchstelle in der Mitte in zwei Hälften bricht. Genau. Also habe ich hier 18 Bo neue Bronzeohrs. Und ein Buch des Wettermagiers. So, interessant. Also kann das alles mal hier rein. Und Hagrim kriegt jetzt eine neue Rüstung. Wie kann ich die eigentlich verbessern? Lederrüstung. Wildlederausstattung plus 1 Waffensets. Nee, das würde ich eher nicht nehmen. Eher das hier. Dafür brauche ich aber ein Vitrak-Gehirn. Okay. Gehärtetes Wildleder. Minus 10% Schaden durch kritische Treffer oder Schnellauswahlplätze. Wilderer Geschirr. Nee, da würde ich lieber das gehärtete Wildleder nehmen. Ja, ist aber schon mal eine sehr schicke Verbesserung an Rüstung. Muss ich sagen. Was ich auch sagen muss, ist, dass ich viel zu viele von diesen Brigantinen habe, die einfach zu schlecht sind. Wobei Edea sowieso seine Rüstung nicht hergeben wird. Wenn, dann sollte ich mal seine Rüstung verbessern. Minus Hieb, minus Wuchtschaden. Ja, da musste ich mir eins aussuchen. Jedenfalls habe ich immer die Idee, dass ich mir da eins aussuchen muss. Das würde ich mal ausprobieren bei Gelegenheit, aber nicht jetzt. Certainly. Bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt eine neue Rüstung haben für Hagrim. Zumal, glaube ich, Hagrim jetzt den besten Rüstungswert von allen hat. Ja, ich müsste bei den beiden mal bei Gelegenheit die Rüstungen verbessern auf außergewöhnlich, dass sie wenigstens eins mehr Rüstung haben, weil ein Rüstungswert mehr ist schon mal sehr viel. Auch wenn es fast nicht danach klingt. So. Da haben wir das nächste Inselchen. Das ist aber nur ein kleines Inselchen, wo wir nicht an Land gehen können. Ah, Flammenläuferin Vesali. Die haben wir doch auf unserer Liste. Wie weit noch bis zum Kartenrand? Na, ein Stückchen noch. Dann segeln wir erstmal an ihr vorbei. Oh shit. Ja. Rückzug versuchen. Erfolgt. Das heißt, der Mann hat viel zu schnell in Flucht. Das gegnerische Schiff hält hinter euch zurück, bis es schließlich am Horizont verschwindet. Moral wegen geringwertigen Gegner, ist das euer Ernst? Treibgut, okay. Captain, hast du kurz Zeit? Du hörst die fragende Stimme von Alt Engrim und einen Klopfen an der Kajüte. Alt Engrim steckt den Kopf in der Quartier und guckt finster. Wir haben einen Mann auf einem Stück Treibgut gefunden. Die Matrosen haben versucht, mit ihm zu reden, aber er spricht eine Sprache, die keiner von uns je gehört hat. Sollen wir ihn an Bord holen, versuchen, etwas Vernünftiges aus ihm rauszubekommen, oder sollen wir ihn einfach seinem Schicksal überlassen? Bringt ihn an Bord. Adenrin bestätigt deinen Befehl mit einem Nicken und geht rasch wieder. Du nimmst deine Ausrüstung und gehst aufs Hauptdeck. Vielleicht haben wir da schon die Möglichkeit. Wobei, ich hätte die einfach entern können. Es war zwar eine 10-Mann-Mannschaft und noch 8 Mann so
Bodyguards, aber 18 Mann, die hätte ich überwältigen können. Die sterben ja wie die Fliegen meistens. Du siehst einen jungen Mann, der auf dem Deck auf dich wartet. Er trägt Kleidung aus einem schweren Gewebe, wie du es noch nie zuvor gesehen hast. Die Farben seines Überrocks sind kühn und kräftig. Er steht, ist aber nicht sehr sicher auf den Füßen. Er ist völlig durchnässt von der Sonne, verbrannt und arg mitgenommen und kann sich kaum aufrecht halten. Er stolpert, fängt sich jedoch wieder. Misstrauisch betrachtet er dich, seine Augen trübe. Erschöpfung drückt seine Schulter nach unten. Geht es dir gut? Lapkunimaki, er hustet das letzte Wort geradezu heraus, dann beugt er sich vor und kotzt eine enorme Menge Meerwasser aufs Deck. Ich hoffe nur, dass er jetzt das herausgekotzt hat, das dafür gesorgt hat, dass er so komisch redet. Lapilikiko? Lakaris? Kesilas Tahun? Lapileiko Lakaris Kelisatun? Er zieht die Augenbrauen zusammen. Seine Worte sind dir nicht vertraut. Sie klingen tief und scharfkantig, doch sein Tonfall ist sanft vor Verwirrung. Versuchen wir es wirklich mal mit Engvitanisch. Sprichst du Engvitanisch? Er presst die Handflächen gegen die Augen hinter einen tiefen, zitternden Atemzug. Seine Schultern sacken herab. Auf dich selbst deuten und langsam deinen Namen sagen. Keketsegu Kisa Reka. Reka, da? Seine Augen beginnen zu leuchten. Es ist der erste Ausdruck von Freude, den du bei ihm erlebt hast. Er spricht seinen Namen für dich aus und tippt sich dabei auf die Mitte der Stirn. Also ja, Reke. Reka. Ich habe schon kapiert, dein Name ist Reka. Tata, er stößt begeistert mit der Faust in die Luft. Endlich hat er es geschafft, mit dir zu kommunizieren. Die Erleichterung darüber lässt eine leichte Röte in seinen Wangen aufsteigen. Er wendet sich ab und blickt auf die raue See. Niemand weiß, was er gerade denkt. Die pulsierende Ader an seinem Hals und die zu Fäusten geballten Hände sind jedoch ein sicheres Anzeichen dafür, dass er zu einer Entscheidung gekommen scheint. Er seufzt. Ja, ich spreche das nicht aus. Kaum hat er es ausgesprochen, versieht er sein Gesicht zu einer Grimasse. Schließlich weiß er ja, dass du ihn nicht verstehen kannst. Kelashtatayalu? Er wiederholt seinen letzten Satz. Diesmal deutet er die gesamte Länge seines Schiffs entlang, dann auf dich, auf deine Mannschaft und am Ende auf sich selbst. Anscheinend wünscht er sich, dich auf deiner Reise zu begleiten. Wir kommen an Bord, Rike. Yuki, Ketagi, Lashtasam. Tayuki, Ketagi, Lashtasam. Obwohl er die Worte nicht versteht, ist es ihm deren Bedeutung doch so voll klar. Rike zeigt dir durch ein halbes Lächeln und ein schnelles Kopfnicken, dass er verstanden hat. Vielleicht will er damit dir aber auch danken. Oh. Okay, Kämpfer. So, wir haben wieder mal einen Helfer gefunden. Und wir können weiterfahren. Also ja, ich bräuchte wirklich mal wieder einen guten Kampf gegen ein paar Piraten oder Sklavenhändler oder sowas, um meine Moral wieder hochzubringen. Und ich denke mal, wir dürften selbst ein größeres Schiff schaffen irgendwie. So, wie weit noch, bis wir bei der Flammen... Okay. Die wollen... Okay, 17 Leute. Ich habe... Ja. Captain, ein Schiff nähert sich. Das ist die Galeone mit 7 zu 13. Ja, die 100 Rumpfzustand sagen mir halt, dass es keine gute Idee ist, sie im Kampf direkt aufzunehmen. Auf in den Kampf.